So, da sind wir wieder zurück mit den nordbrasilianischen Gelbe Zone Akt 2 und die Atlantikküste. Film ab. Okay, die letzte Mission in Brasilien, ich schwör's. Easy. Alle Komponenten für die T-Bombe können ausgeflogen werden. Das einzige Problem ist, erraten, die GDI. Die hat den einzigen Flughafen besetzt und wir brauchen etwas für den Transport, aber das wird nicht schwer sein. Ein echtes Problem ist, dass die GDI ein paar schwere Geschütze in Bereitschaft hat. Vielleicht zielen die auf Kanes T-Bombe. Durchbrechen sie die Verteidigungslinien, schaffen sie Platz, damit die Transporter durchkommen. Und wir dann hoffentlich auch. Machen wir! Geht los! Ich habe meine Maus zu schnell eingestellt. Wer ist die jetzt? Ah, Atlantikküste. Die Waffenkomponenten aus dem Labor in der Amazonaswüste müssen sofort zum Prime Temple transportiert werden. Allerdings blockieren mehrere Artilleriestellungen in der GDI die an der Küste die Evakuierungsrouten zu unseren Landezonen. Ich dachte, der Flughafen. Ah, ist egal. Sie haben Befehl, diese schweren Geschütze auszuschalten. Wir haben unweit der ersten Stellung einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Danke. Unsere Truppen warten auf ihre Befehle. Darüber hinaus haben wir zu ihrer Unterstützung zwei Vertigo-Bomber. Jawohl. Jetzt mal ein bisschen mit Luftbombern. Bomber, Dämonen los. Wir haben Bauhof, das ist schon mal gut. Zeit auf der Landeplattform betankt und bewaffnet. Jeder dieser Stealth-Bomber ist mit einer Bombe für die Zerstörung feindlicher Gebäude beladen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. Diese Artilleriebatterie nördlich von Ihrer Position ist eine von drei Stellungen, die unseren Rückzug gefährden. Zerstören Sie diese Stellung mit Vertigo-Bombern. Machen wir. Daten aktualisiert. Sind auch schon. Und die sind übelst getarnt, wie ihr sehen könnt. La 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 la. GDI-Artillerie-Stellung zerstört. Haben wir eigentlich? Warum haben wir denn so viele Vorposten, Alter? Hier mal ganz kurz umdrehen. Oh, die sind befördert! Die sind nicht befördert und die haben das Upgrade. Nice. Okay. Deshalb brauchen wir hier einen Kran. Wir haben, dass die nächsten beiden Ziele gut gegen Luftangriffe gesichert sind. Legen Sie die Luftabwehr lahm, bevor Sie die Bomber startklar machen. Hier, was? Ah, guck mal. Die Zeit ist reif. Verstärkungen sind eingetroffen. Cool, war die Nachricht. Diese Artilleriestellung südöstlich von ihrer Position könnte uns ebenfalls gefährlich werden. Laut unserer Aufklärer ist sie primär gegen Bodenangriffe gesichert. Achten Sie nach der Zerstörung der ersten Batterie aber auch auf weitere Flugabwehrstellungen. Die letzte Artilleriebatterie steht im Nordosten. Laut unserer Aufklärer wird der Luftraum von mehreren Firehawks gesichert. Außerdem hat die GDI mit Orcas und Pitbulls auf unsere Stealth-Systeme reagiert. Feindliche Einheiten in Sicht. Initialisiere Video-Uplink. Ich brauche dieses Gerät, Commander. Ich schicke Ihnen Stealth-Panzer. Setzen Sie sie klug ein. Aber was ist denn hier eigentlich mit unserer Verteidigung? Die ist ja mal komplett lückenhaft. Einheit wird angegriffen. Stealth-Panzer sind bis zum Angriff unsichtbar und effektiv gegen Fahrzeuge und Lufteinheiten. Dann ab jeder. Auch meine Lieblingseinheit. Also bei den Nots sind einfach geile Einheiten dabei. Das ganze Stealth-Zeug und... Euch mal an, was sie da machen. So, dann zur Waffenfabrik. Die beiden Noddies. Ach du heilige Mutter Maria Gottes. Okay. So, wir bauen noch ein zweites davon. Das entwickeln wir weiter, weil wir haben anscheinend irgendwo ein Labor. Was ich nicht sehe. Warum können wir das weiterentwickeln, wenn wir... Mach doch mal einen ruhigen, Alter, ich bin ja noch voll am Tun und Machen. Die GDI hat eine vorgeschobene Basis. Achten Sie auf die Stellung und die Reparaturdrohnen, die Fahrzeuge hinter mir in Stand setzen. Seine Gefangenen! Ey, was ist das denn? Greife nämlich wirklich mit so einem Riggs an, Alter. Ich dachte, ich spinne, Mann. So, wie bauen wir was hier in die Luft? Meines Erachtens haben wir kein Labor. Oder ich bin komplett blind. Genau. Wir brauchen ein bisschen Geld. Was ist denn hier los eigentlich? Wir haben... Bau abgeschlossen. Eigentlich haben wir ein paar Sammler. Mit erhobenen Waffen! Weißt du was, wir gehen mal einfach in so ein komisches Gebäude rein, das wird schon. So, na dann. Unzureichende Mittel. Mal ruhigen.
wenigstens ein bisschen was mit Luftabwehr. Dann bauen wir die Dinger hier. So, die Sache ist halt die, wenn wir vier davon haben, haben wir. Zerstören wir auch so ein Ding hier, glaube ich. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gewahrt. Mauer. Diese Artilleriestellungen müssen zerstört werden, damit die Brasilien sicher verlassen können. Die Einheit wird angegriffen. So. Jetzt hört doch mal auf mit sowas. Sowas ist nicht nett. Brauchen wir nochmal zwei Stealth-Panzer? Meine Eins ist wieder aufgeladen. Na dann. Schon unterwegs. Bau abgeschossen. Also, ja, mal, ich weiß nicht, ob die eine Brick platt machen können. Ja. Fuck. Okay. Nicht ganz so geil gelaufen, kann man sagen. Brauchen wir noch einen? Sieht Stealth-Panzern aus? Stealth-Panzer einsatzbereit. Okay, cool. Stealth-Panzer. Was ist eigentlich hier oben? Oh, hi. Unzureichende Mittel. Oben wäre dann bald nicht schlecht. Fahre in Position. In Wartestellung. Warte mal, wir brauchen noch den da immer. Ist ja scheiße, da wir haben ja Stealth-Panzer. Die Sache ist halt die, was wir verstecken uns dort. Hier ist auch eine volle Basis. Okay, pass auf, macht man ruhig. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ihr seht mich nicht. Ja, gut, ihr seht mich, wenn ich daran vorbeifahre, ne? Ihr seht mich, wenn ich daran vorbeifahre. In dem Ding hier nämlich. Aber der sieht mich nicht. Aber ich kann mal kurz rumbringen. Ich hab einen Stealth-Panzer und ihr nicht. Wir warten dort. Cool, ist. Wir können auch einfach mal hier hinten hinfahren. Oh nein, 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 nein! Die GDI-Stellungen in der Stadt gefährden unsere Operation. Zerstören Sie sie. Wir verstecken uns dort. Fahre in Position. Geleitet zum Ziel. Ganz leise. Okay, okay. Geleitet zum Ziel. Ach, ich kann mal nicht hoch. Okay, ganz verstehe, leise. Verstehe. Schön ruhig. Wir warten dort. Geleitet zum Ziel. Aha, kann man nicht. Okay, warte. Auf sie! Feuer! Schnell, Katan! Feuer! Fahre in Position. Wir verstecken uns dort. Wir warten dort. Da kommt was! Ja, ja, ich weiß, dass ich eine Einheit verloren habe. Bring es ab! Scheiße, Bruder. Schlagen wir los! Okay, jetzt habe ich in so ein Wespennest da reingestochen. Also nicht so gut. Hier, da wir eh nicht brauchen, tun wir den auch mal. Nein, hör auf. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Stealth-Panzer einfach geil sind? Meine schon, ne? So! Dann... Ah. Kurs an. Geh in Position. Feindliche Basis in Sicht. Unterwegs. Feindliche Einheiten. Wo sind noch Vierer?
Dabei stimmt dann auch keiner. So, jetzt können wir bestimmt hinten rum. Und hinten das Ding dann angreifen. Was ist denn eigentlich? Muss ich nur die Türme zerstören? Zerstören die östliche Artillerie? Ja, ich muss nur die Türme zerstören. Nee, dann. Hi. Richtig geil sind die Türme nie, ne? So ein bisschen das Problem, dass wir bald kein Geld mehr haben. Haben wir ein Ziel? Bestätigt. Schon unterwegs. Roger. Nehme Kurs auf Ziel. Aber wir haben ja Artilleriebomber. Feindliche Basis in Sicht. Bestätigt. Vertigo. Systemcheck. Nehme Kurs auf Zielsektor. Roger. Nehme Kurs auf Zielsektor. Bombenschacht öffnen. Okay, das hat da jetzt nicht gar nicht so gut funktioniert. Gott. Okay. Unzureichende Mittel. Nicht gut. Aufpassen. Geleitet. Okay, pass mal auf, Freunde. Wir machen es anders. Wir müssen das Tiberiumfeld oben einnehmen. Wir sind bereit. Ich sehe das Leuchten. Langsam. Neues Bonusziel. Jetzt zerstören Sie das RIP, bevor die Artilleriestellung erreicht. Das hier. Es wird ah! Ja, von drüben. Okay, dann ist das Rig sollte erreichen. Schon unterwegs. Roger. Schon unterwegs. Also bitte mal bitte hinten rumfahren. Feindliche Einheiten in Sicht. Geh in Position. Feindliche Basis in Sicht. Nehme Kurs auf Zielsektor. Neues Bonusziel. Passe Kurs an. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und da drauf. Ja, das hat ja super funktioniert. Bombastisch. Und dann einmal über die ganzen Dinger rüber, dass ich auch alles verliere. Das war brillant, Freunde. Ausbildung. Es ist alles bereit. Wir werden warten. Das sind Kommandos, oder? Räuchert sie aus. Feindliche Basis in Sicht. Hier oben ist noch viel mehr Tiberium. Blaues Tiberium. I know. Und wir brauchen es auch. Nicht gut, nicht, nicht. Überhaupt nicht gut. Ey! Hä? Was haben die denn? Einfach einen Ingenieur bauen und den da reinschicken, ne? Das wäre wahrscheinlich einfacher. Sie haben auch Grenadiertrupps, das heißt. Hi, moin. Ist mein Sammler dahin gefahren? Ja, kleiner Mann. Sammler. Unzureichende Okay, das hier oben, das funktioniert ja schon mal so ein bisschen. Okay. Also, wir haben jetzt ein paar Venomgleiter. Ausbildung. Wir haben immerhin auch ein paar Bomber. Womit wir das Ding ja auf jeden Fall so einmalmäßig platt machen können. Wir müssten eigentlich auch den da haben. Genau. Es geht nicht, weil wir kein Geld haben. Okay. Die Zeit wird knapp. Das Ding da oben hin zu eiern? Die Idee? Muss aber auch nicht sein. Vorwärts. Okay. Ist gar nicht so einfach, finde ich.
auf zu den Kristall. So was? Wir müssen uns beeilen. Verbrennen! Dann brechen wir auf. Hat sich das schon mal gelohnt? Vorsichtig. Das ist diese komische vorgeschobene Basis, die wir eigentlich angreifen müssen. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh. Ah, hier. Hier. Okay, pass auf. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Oh, noch einen, ne? Systemcheck, okay. Einfach zwei sind offen. Nehme Kurs auf Zielsektor. Schon unterwegs. Gegen die haben wir eigentlich eine gute Verteidigung. Warte. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Bereite Bomben machen. Das war ja schon mal eine Waffenfabrik. Mal gucken, ob sie die neu aufbauen. Die erntet so viel, wie ihr könnt. Das funktioniert doch schon mal. Ast rein. So, was wir machen, wir bauen auch hier das Ding hier noch. Unzureichende Mittel. Wir kennen den wahren Weg. Nord lässt dich nicht einengen. Mal sehen. Funktioniert dich mal. Ich frag mich gerade, was hier außer reparieren, was hier Geld frisst. Also was baue ich denn? Bau abgeschlossen. Ja, komm schon. Düm. Einsatzbereit. So, ihr seid meine 8 Bomber. Meine 8 Bomber, gehen wir hierher und gucken mal, ob die was neu aufbauen. Wenn die nämlich nichts neu aufbauen, dann wird's eine lustige Nummer. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. So. Es hält sich nicht so aus, ob die was neu aufbauen würden. So, das funktioniert ganz gut. Ja, mit Stealth-Bomber, den das hier, das ist eigentlich blöde. Das heißt, wir brauchen Geld und eigentlich Flammenpanzer ohne Ende, wenn es geht. Also wenn es geht, 9 davon. Die können wir nicht so geil einsetzen, obwohl in der Basis hier sieht es da... Die bauen neu auf. Okay. Aber die hat eigentlich keine Luftwerfer, die Basis, ne? Was ist denn hier eigentlich die Idee? Zerstören sie den Bau auf. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Oh. Schießen Sie nur, okay. Dafür wurden wir ausgebildet. Mach dich fertig. Dafür wurden wir ausgebildet. Holen wir sie uns. Irgendwas gesehen? Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Baut. 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 Feurige Zerstörung. So, wir wollen jetzt mal, das ist unsere einzige Chance, wie wir Geld kriegen. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Deswegen müssen wir ja unbedingt da drauf gehen. Genau, Stealth-Panzer. Einfach mal über die Leute rüberfahren. Baut. Bau abgeschlossen. Das passt, das sollte. Sollen wir die da machen?
Also eigentlich muss ich noch ein Forschungslabor bauen. Was sieht an. Gut, dann. Einsatzbereit. Wir mal folgendes, gehen wir da hin. Das Feuer ist wenn im die Gleiter Typen. Bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter dann bereit zum Abheben. Auf. Vorwärts. Kanal ist offen. Wir haben wenn im Gleiter, können wir natürlich auch benutzen. Schon unterwegs. Weiß nicht, ob das Ding damit mit einmal, das kann nicht dein Ernst. Repariert es immerhin erstmal nicht. Soweit? Wir werden sie. Ah, ja. Es wird sein. Das Feuer ist. Sie sind zu stark gegen Fahrzeuge. Sind überhaupt nicht stark gegen Fahrzeuge, Mann. Schnell hoch! Ja, das sieht jeder teilweise einfach nur rumstehen. Ne? So, also ihr habt, ey, es gibt kein Problem, was man nicht mit Flammenpanzer lösen kann. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Es gibt wirklich kein Problem, was damit nicht lösbar ist. So! Ja, unser Ziel ist immer noch die blöde Fabrik da. Das Bauzentrum. Wenn das fertig ist, dann können wir hier alles mögliche bombardieren und dann können wir auch unsere... So, Kaserne haben wir auch noch mitgenommen. Immerhin eine. Bonusziel erreicht. Cool. Danke. So, Artilleriestellung ist auch weg. Na, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Der schießt immer noch da drauf. Beste. Ah, die, also die Infanterie läuft jetzt immer nach oben. Das ist für uns eigentlich total unerheblich. Neues Ziel erfasst. So, wie sieht es eigentlich aus? Wir können Ausbildung. Gerne noch mehr davon bauen, Ausbildung. Weil ich die liebe einfach, die Leiter. Feindliche Basis in Sicht. Unser Stützpunkt wird lass mal platt. So, jetzt kann ich auch keine Fahrzeuge mehr bauen. So, unsere reingehende Flammen sind auch noch am Start. Das ist ja hier die absolute Hohn. Kommt hier so ein Sammler an. Das kommt in mein Zeug. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So, wenn die Wendleiter fertig sind, dann greifen wir auch mit denen an. Tiberium fällt abgebaut. Das ist schlecht. Was ist das hier oben? Dann? Zum Abheben. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Geld. Was ist denn das eigentlich? Zerstören Sie den Flugzeugträger der GDI. Oh nein, warte mal. Nicht bewegen. Okay, wir brauchen noch zwei Flammenpanzer und zwei Stealth-Panzer. So, passt mal auf, Freunde. Das sind meine Wendleiter. 26. Na, dann wäre es ja irgendwie sinnvoll, wenn wir wenigstens mit 30 anfangen würden, oder? So, ihr Leute seid die Nummer 2, genau. Die Vertikotypen. Schon unterwegs. Ihr seid hier eine Luftabwehrstellung mehr, ne? Feurige Zerstörung. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Die jucken aber nicht. Die Tiberium fällt abgebaut. Ziel verifiziert. Das kann auch ein bisschen dauern. Da müssen wir nochmal hin. Würde ich ja mal sagen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Das Feuer ist... Das hier... Warum sind nur 9? Was? Wo bist denn du hergekommen? Okay, meine Nummer 1. Auf Patrouille. Verstanden. Fliegt nach hier. Stealth-Panzer einsatzbereit.
Einsatzbereit. Eine Nummer 2 ist wirklich einsatzbereit. Kontrolle bereit. Nennen Sie nieder. Das ist halt das Krasse, wenn die nichts in Luft haben, dann war's das jetzt. Haben Sie ein Ziel? Irgendwas gesehen? Bonusziel erreicht. Mach sie fertig. Holen wir sie uns. Feuer! Alles klar. Ich meine, es sind 29 am einen leider verloren. Das geht dann schon relativ schnell. Ja, das ist jetzt nicht das Schnellste überhaupt. Der Sammler ist auf jeden Fall bester Typ überhaupt. Wir haben sie. Ja. Wäre mit Ziel. Oh, Feuer. Die Feier. Wir haben sie. Na klar. Okay. Die Feierorts haben wehgetan, ich sag's euch, wie es ist. Haben ihn im Visier. Ja. Okay. Oh, noch mehr. Na klar. Bin gleich dort. Okay. Mach sie fertig. Ah, haben die jetzt noch einen Flugplatz? Weil wir nicht, Freunde. Da war es jetzt auch mit den komischen Dingern hier. Machen wir die jetzt auch kaputt, einfach nur damit sie halt noch ein bisschen sich befördern. Mach sie fertig. Wir haben sie. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Richtig. So. Warten noch Zielkoordinaten. Ich sag's euch aber, wie es ist. Eigentlich sollte jetzt da nichts mehr anbrennen. Sieht drauf an, was ist eigentlich? Sind hier welche drinnen? Sind hier welche drinnen? Verstanden. Was ist noch eine Humpy? Ah. Sie haben keine Energie mehr. Schon selbst, ne? Ich meine, wir haben viel verloren, ja. Aber jetzt ist halt, dann ist halt irgendwann vorbei. Jetzt könnten wir alles andere halt platt machen. Und sie hätten keine Chance mehr. Das ist das Krasse an diesen Venom-Gleiter. Plus diese Bomber noch. Also. Ich finde, mit Not hat man irgendwie die geilere Luft. Also, man kann auch diese Stealth-Dinger, die habe ich ja nicht so richtig bei der Kampagne nicht so richtig geil eingesetzt. Die kannst du ja noch von mit diesem Upgrade. Im Forschungslabor sozusagen kannst du ja die noch von oben kommen lassen und dann sind es halt so eine Einmalbomber, die halt unglaublich stark sind. Aber diese weltliche Bomber sind halt, sind glaube ich ein bisschen schwächer vom Schaden her. Allerdings sind die ja die ganze Zeit gestealthed. Auch eben, wenn die zurückfahren. Das ist halt auch ziemlich geil. Aber diese Venom-Gleiter, wie gesagt, meine Lieblingseinheit. Also, meine absolute Lieblingseinheit. Es gibt die Stealth-Panzer, die finde ich auch richtig geil und die Flammenpanzer, die sind auch richtig geil. Aber das, ne, das sind die Top 3 Einheiten. Und ich meine, damit kannst du eigentlich im Grunde um alles platt machen. Ist schon geil. Ja, das Rick haben wir nicht zerstört. Da hätten wir zum Beispiel unseren, wie heißen die Dinger? Venom-Gleiter hinfliegen müssen. Weil die Bombe haben einfach nur, weil es halt in Bewegung war, hat es daneben geballert. Das heißt, ich hätte es manuell, wenn ihr Steuerung drückt, könnt ihr halt manuell auf irgendeinen Punkt schießen. Ich hätte manuell sozusagen immer davor drücken müssen, aber naja. Egal. So, Prime Temple. Brasilien sind wir fertig hier. Oh, geile Mission. Fand ich cool. Gute Arbeit, Commander. Sie führten nicht nur Befehle aus, sie deckten auch Kanes Plan auf. Kommen Sie, schauen Sie her. Er baut eine Flüssig-Tiberium-Bombe. Sehen Sie die Abscheider? Sie verhindern, dass das Tiberium die Ummantelung angreift. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es Kanes Plan war, den Krieg zu gewinnen, warum hat er mich nicht eingeweiht? Ihnen kann's egal sein, Commander. Ich werde mich später damit befassen. Uns beschäftigt mehr die Lage in Australien. Ich bin schon unterwegs.
Da wären sie eine große Hilfe. Aber Kane hat gesagt, sie bleiben hier in Sarajevo. Er könnte jetzt jeden Moment im Prime-Tempel auftauchen. Ich hoffe, dass sie meine Bedenken für sich behalten. Also dann? Viel Glück, Commander. Wir beide werden es brauchen, denke ich. Also spielen tut ihr das schon gut, finde ich. So, Leute, Akt 3. Wir fliegen ja hier durch gerade. Sehr gut. Gefecht stand da. Schon ist geil, wenn du weißt, dass er kommt. Wir dachten schon, das war's. Keine Ahnung, woher die das wussten. Aber die GDI hat den Transporter mit Kanes Gerät abgeschossen. Und er will es wieder haben. Die ganze Region ist voller GDI-Einheiten. Sie müssen zur Absturzstelle gelangen. Ich melde mich dann, wenn sie dort sind. Viel Glück, Commander. Das wird ein heißer Tanz. Okay, zurück zum Prime Temple. Die Fertigstellung der Bombe nähert sich bald dem Ende. Es fehlen nur noch die Komponenten aus Brasilien. Die Zündungen und die Auslöser sind schon bereit und können eine Kettenimplosion der Kristallgitter und der Flüssig-Tiberium-Behälter auslösen. Doch der Explosionsdruck reicht vielleicht nicht aus, um... Dann entwickeln Sie einen anderen Zünder. Ich will dich nicht anlügen, mein Sohn. Ich sag's ungern, aber die GDI ist im Vorteil. Wie ich es Killian schon sagte, wir werden unsere Feinde nicht auf dem Schlachtfeld besiegen. Die GDI reagiert wie erwartet, denn sie zieht all ihre Streitkräfte in Sarajevo zusammen. Deine erste Aufgabe, die Bergung der beim Transit aus Brasilien verlorenen Waffenteile. Danach musst du uns genug Zeit verschaffen für die Fertigstellung der Waffe. Anschließend beginnt dann Phase 2 meines Plans. Wenn alles gut läuft, ist vielleicht bald ein Platz frei in meinem inneren Zirkel. Waren wir nicht schon bei Phase 2? Ich dachte, wir waren schon bei Phase 2. Jetzt müsste ja die Phase 3 kommen, oder? Ist ja auch Latte. Oh, Osteuropa. Das kennen wir noch aus der GDI. Den GDI-Missionen. Und ich glaube auch Slowenien war dabei. Wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber schon. Gucken wir mal nächste Folge, ob wir die Karte oder sowas irgendwie was davon kennen. Bis denn, ey.